Und je tiefer du gehst, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer. Du musst dich eincremen. Greife jetzt zu deiner Sonnenmilch, den Körper zu schützen. Vergiss keine Stelle deines Körpers. Creme dich ein. Creme dich ein. Vergiss keine Stelle deines Körpers. Keine Stelle deines Körpers vergiss du. Du spürst, wie ein paar Mücken zu dir kommen. Schlag die Mücken weg. Weg, 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 weg. Weg mit dir, die wollen dich stechen. Weg mit den Mücken. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg mit dir aus dem. Du spürst, wie es immer wärmer wird. Immer heißer und heißer. Heißer und heißer. 25 Grad. 25 Grad. 30 Grad. Boah, ist das warm. Ist das warm. Es wird immer wärmer und wärmer. 35 Grad. Noch wärmer. Noch wärmer. Noch wärmer. 40 Grad. Boah. Ist das warm? 40 Grad. Noch kälter. Eiskalt. Eiskalt würde ich dir. Eiskalt. Wenn ich bis 3 gezählt habe, öffnen Sie die Augen und merken, dass Sie wieder angenehme 20 Grad sind. 1, 2, 3, öffne deine Augen jetzt. Sie dürfen ruhig klatschen, meine Damen und Herren. Und gleich bei der Zahl 3, sobald die Musik erklingt, spielst du dein Instrument, dass es eine Freude ist. Wenn ich dann nicht zu erwachen, machst du genauso weiter. Eins, zwei, drei, auf. Klingt gut? Super, ja. Ja, du hast schon den Blut, oder? Schlaf, immer tiefer, 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 tiefer. Wann immer ich dich nach deinem Namen frage, hast du deinen eigenen Namen komplett vergessen. Der eigene Name ist wie ausgelöscht, er ist einfach weg. Hey, magst du mal kurz mit nach vorne kommen? Einmal kurz vorstellen? So, bist du mal so lieb? Du hast bestimmt eine Mutter und Vater? Wie heißen die? Steven und Konrad. Okay, sagst du uns mal kurz deinen eigenen Namen? Gut, man kann ja noch seinen Namen vergessen, ja? Wie heißt du? Ah ja, wir machen mal kurz einen kleinen Test. Wenn du singst, Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday dir, genau in dem Moment fällt dir der Name wieder ein, danach ist er komplett weg. Probier mal. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday dir. Da ist er wieder. Paul. Ja, Paul. Großartig, Paul. Kannst du den Lukas ja abgeben? Einmal tief einatmen und schlaf immer tiefer und tiefer. Fühl dich vollkommen wohl. Die nächste Suggestion ist für dich. Wann immer du dieses Lied hörst. Hit me one more time. Bist du der Ansicht, du bist Britney Spears? Hallo? Felina, schön, dass du da bist. Felina, hörst du gern Musik? Ja. Ja, komm mal mit nach vorne. Ich habe mal Titel für dich mitgebracht. Vielleicht hörst du mal das hier hin. So, vielleicht kennst du den, ja? Vielleicht kennst du ja den Titel. Würdest du sowas normalerweise machen? Wahrscheinlich eher nicht. Eher nicht, oder? Okay. Versprichst du mir, dass du es nicht mehr machen wirst? Ja. Okay, alles klar. Ich habe mal Musik für dich mitgebracht. Hörst du mal? Guck mal, vielleicht kennst du den Titel?
Fälle Kino und vor dir läuft der lustigste Film aller Zeiten. Der ist so ulkig, dieser Film. Großartig, was da machen? Der ist so cool. Und wenn ich mit dem Mikrofon zu dir komme, da kannst du mir sagen, was du siehst. Da kannst du mir sagen, was du siehst. Die Augen bleiben geschlossen, wenn wir das nicht mehr machen. Aber du schmeißt sie weg von nachher, du kannst mir sagen, was du siehst. Du redest deine Schulter, kannst du mir sagen, was du siehst. Was siehst du? Wird immer lustiger, jetzt? Ja. Ein Pferd! Warte, der Pferd! Was macht es? Mit einem Männergesicht. Worüber ich deine Schulter kannst du mir sagen, was siehst du? Was siehst du? Sag's mir. Was lustiger. Wenn du Hunger hast auf diesen Pfirsich, streck deine Hand jetzt nach vorne aus. Streck deine Hand jetzt nach vorne aus und ich gebe dir einen Pfirsich in deine Hand. Du hältst ihn erstmal nur fest. Gebe ihn nur dir in die Hand, wenn du gegen Zitrusfrüchte jeglicher Art nichts einzuwenden hast. Zettel 1 bis 3, bei der Zahl 3, nimmst du den Pfirsich und isst den Pfirsich auf. 1, 2, 3 jetzt. Isst den Pfirsich. Der ist so süß, der ist so saftig. Der schmeckt dir einfach. Der schmeckt so absolut gut. So süß, so saftig. So absolut lecker. So lecker, absolut lecker schmeckt der Pfirsich. Absolut gut. Und mach dich bereit, bei der Zahl 3 merkst du, wo du eigentlich reingebissen hast. Du kannst die Augen öffnen. 1, 2, 3 jetzt. Hallo, was machst du da? Das ist eine Zitrone. Schaut zu mir nach vorne. Ihr schließt die Augen. Schließt eure Augen. Schließt eure Augen. Jetzt. Schließt deine Augen. Und sinke immer tiefer in die Entspannung. Immer tiefer in die Entspannung. Schließt deine Augen. Bleib genauso zu dir. Und nimm deinen Pfirsich. Nimm deinen Pfirsich. Ess den Pfirsich weiter. Ess den Pfirsich. Er ist so süß. Er ist so saftig. Er ist so lecker. Er schmeckt so gut. Er schmeckt so gut. Wie schmeckt dir der Pfirsich? Sag mir, wie er schmeckt. Lecker. So lecker ist der Pfirsich. Und das, meine Damen und Herren, zeigt, wie sehr wir unsere Sinne täuschen können. Wie sehr wir in manchmal unseren Glaubenssätzen verhaftet sind, aber eigentlich ist es manchmal nur ein Ticken ins Unterbewusstsein hinein und wir können die Welt verändern. Und das zeigen wir gerade durch diese leckere Illusion hier vorne. Mach dich bereit, bei der Zahl 3 merkst du, wo du eigentlich gerade reingebissen hast. 1, 2, 3, auf. Jetzt. Sascha sammelt wieder ein, der Applaus gehört euch. Ja?